ich will halt einen Namen haben, der irgendwie so PAM einfach macht. Weißt du, der Find mal so einen Namen. Der einschlägt wie eine Bombe. Mhm. Und das ist halt noch nicht passiert. Und ich verbinde auch einfach mit dem Namen so viel. Der soll mir Hoffnung geben. We are young, we are strong. Hey, komm rein. Geht. Hi, wie geht's euch? Ihr seht ziemlich fresh aus, muss ich sagen. Ostsee-Urlaub hat sich gelohnt. Warum? Das glaube ich. Ja. Wir waren gerade frühstücken, wollt ihr auch was? Also wir sind noch dabei. Amelie! Muss man essen. Hallo! Hallo! Hey! Deine Mama hat gesagt, schön, dass wir uns auch sehen. Hübsch bist du geworden. Also hast du schon immer. Aber. Ja, und du wohnst hier, freut mich. Ja. Schön, dass du wieder da bist. Mein Beileid noch mal, ja, wegen Theo. Ich danke dir. Was ist denn da, ja? Das weiß ich. Sehr gut. Ja. Ey, ich hab gehört, du warst am Matrix-Probearbeiten. Ja, aber geil, hat Spaß gemacht. Sehr schön. Dann guck ich da auch mal drüber und dann kann ich Toni ja eigentlich einstellen, oder? Alles gut läuft. Wir haben ein kognitiver Karneval mit euch gemeinsam zu arbeiten. Das passt gut bei uns rein. Danke schön. Karneval. Ja? Kognitiv. Das war gut. Ja. Brot? Erzähl, aber wie geht's dir? Geht's dir gut? Die Rückenschmerzen sind weg. Ey. Aber Kopfschmerzen sind immer noch da. Es ist nur Migräne. Aber kannst du trotzdem zum Arzt gehen? Was ist Mike und mir versprochen? Finde ich auch wichtig. Okay. Okay, so, was gibt's an sich Neues im Matrix? Im Matrix gibt's eigentlich nichts Neues. Läuft alles? Mhm. Tipptopp. Ja. Schön. Aber Live und Valestra sind jetzt ein Pärchen. No way. Ja. Wie süß. Oder? Hey. Echt? So. Was? Ja, alles Gute euch. Alles Gute. Ja, aber erzähl, bist du aufgeregt? Ist ja bald soweit. Hast du schon so eine Tasche gepackt? Mit so ganz vielen Babykram. Haben erstmal den Koffer ausgepackt. Stimmt, die sind gerade ausgepackt. Aber habt ihr euch endgültig auf den Namen eingegangen? Darf ich Partner umgerechnet? Ja, stimmt, wir haben noch gar nicht darüber geredet. Hast du einen Namen? Oder habt ihr einen Namen? Es wird Mädchen. Chiara. Chiara ist ein Namen. Doppelnamen, Chiara Amelie. Aber Frederik, wir könnten auch Standard Plus spielen und dann können wir dann dieses zweite Vermiller-Name-Kind, weißt du, mit eingeben. Und so. Hat Mike den Namen entschieden? Oder? Das können wir. Französisch hätte ich auch ein paar Ideen. Laurent, Paradis. Ja, absolut. Wie fängt der Name an? Mit welchen Buchstaben? Aber ihr habt einen, ne? Ja. Wir haben sogar mehrere, aber die will ich euch noch nicht verraten. Aber wir sind Familie. Erster Buchstabe oder letzten sieben? Vielleicht ist in der Mitte. Wo ist eigentlich Mike? In der Mitte wäre gut. Mike ist noch bei einem neuen Lieferanten in Magdeburg, der kommt nach. Und ohne ihn werde ich schon mal hier gar nichts verraten. Das ist aber unbequem. Ne? Mike hätte bestimmt nichts dagegen. Gut. Wir wollten ins Matrix. Sag's dann. Macht ihr euch fertig? Mhm. Ja, machen wir. Wenn aber du könntest ja wirklich darf, dann muss ich essen. Weil was können wir noch mal drüber ein bisschen was sagen? Nee, alles gut, macht euch mal fertig. Doppelnamen. Und die Frage ist hier unterlang nicht, ne? Das mit den Namen fürs Baby ist echt ein Wunderpunkt bei mir. Mike und ich, wir haben noch überhaupt gar keinen Plan, was den Namen angeht. Bisher hat uns auch kein Vorschlag von dem anderen jeweils gefallen. Und da haben wir es auch erstmal abgehakt bei den ganzen Stress in den letzten Wochen. Aber langsam wird die Zeit wirklich knapp. Ich habe echt verdammt viele Bilder vom Schnee gemacht. Vom Hafen auch. Da, guck mal, das mit Schiff. Leute, ich finde das so unnötig, dass Schiffe immer so komische Namen haben. Hammer, ne? Irgendwie so Herbert 1, Herbert 2, Monika. Okay, ich habe noch kein Schiff gesehen. Was hast du ja gesagt, ihr habt auch so ein paar Namensideen. Willst du mir vielleicht einen verraten? Nur einen. Wenn ihr mehrere habt, dann... Oh, Mädels, nein. Ich habe gesagt, bis Mike da ist, erfahrt ihr hier gar nichts von mir. Okay, dann den Anfangsbuchstaben. Nein, Amelie. Anderes Thema? Okay, wenn ihr euch Gedanken gemacht habt, ich habe mir übrigens auch Gedanken gemacht, ich finde zum Beispiel Hannelore super. Finde ich, ist ein richtig schöner, alter Name. Oder Jutta. Ist das dein Ernst gerade? So eine kleine Jutti. Findest du das witzig? Es geht um deine Schwester. Ja, ich weiß, aber wenn du mir nicht verraten willst, verrate ich dir halt den Namen. Amelie, ich weiß es nicht. Jetzt mal ohne Witz, es geht um deine Schwester. Ja. Dann können wir jetzt bitte das Thema sein lassen? Kriege ich Kopfschmerzen davon. Okay. Hab ich eh schon, aber jetzt nicht wegen der Schwangerschaft, sondern weil du mich mit diesem Namensthema einfach nervst. Okay. Okay, vielleicht solltest du da einfach mal zum Arzt gehen, Miller. Ja. Ich habe mich in Matrix auch ohne dich. Safe. Na, siehst du. Ich will einfach... Ein Doppelname. Jutta Hannelore, das Amelie, ist es. Amelie, ist es dein scheiß Ernst? Haben wir nicht genug Scheiße in der letzten Zeit gehabt? Kannst du ein Thema mit ein bisschen Ernsthaftigkeit behandeln? Okay. Bisschen ernster im Leben. Du hast viel Scheiße durch mit der Entführung, ich hab viel Scheiße durch. Einfach fokussieren auch mal. Entschuldigung. Gut, anyway, ich geh zum Arzt, ja? Hallo. Erzähl, wie war's?
warst beim Arzt? Ja, also es hat nichts mit der Schwangerschaft zu tun, einfach nur Kopfschmerzen. Ich wollte auch keine Medikamente nehmen jetzt. Deswegen muss ich jetzt aushalten einfach. Okay, aber haben die irgendwie Blut abgenommen oder so, damit die mal wenigstens alles gecheckt haben? Bei Migräne Blut abnehmen, bei Kopfschmerzen? Weiß ich nicht. Okay, aber wenn du irgendwie dich zurückziehen willst oder so, bis zur Geburt, dann kannst du es gerne machen. Genau. Ich komme hier klar in Matrix und abgesehen davon kommt Mike morgen wieder und dann läuft das hier von alleine. Ja. Wirklich. Ja. Okay, danke dir. Aber sag mal, was war das mit Amelie? Ist alles okay? Möchtest du was trinken? Kannst du uns vielleicht zwei Wasser machen? Danke. Was war das mit Amelie? Guck mal, die wollte einfach nur einen Witz machen wegen den Namen und du bist da ein bisschen an die Decke gegangen. Ey, das ist mir scheiße. Ja, das war auch scheiße. Ja, das war auch scheiße. Das ist komplett überreagiert. Warum fahre ich sie denn so an? Ja, allem, danke. Danke. Ja, weil ich ja noch nicht mal die Wahrheit erzählt habe. Und was ist die Wahrheit? Dass wir noch keinen einzigen Namen haben. Noch nicht einen. Was? Ja. Warum? Weil jedes Mal, wenn wir darüber reden und wir irgendwelche Frauen- oder Mädchennamen sagen, entweder das mit einer Ex-Freundin verbunden wird oder mit irgendeiner Lehrerin, hängt halt so viele, dann kommt wieder irgendwas Komisches auf, irgendein Flashback. Und ich finde, dadurch, dass die Schwangerschaft schon so kompliziert, nicht nur mit uns beiden, auch allgemein mit mir und dem Baby, ich will, dass der Name wenigstens perfekt wird. Wenigstens eine Sache in dieser ganzen Schwangerschaft, okay, die gut laufen kann. Dann solltet ihr euch aber auch nicht so unter Druck setzen. Aber guck mal, egal was Mike auch sagt, ich finde jeden Namen irgendwie kacke. Vielleicht sollte ich mich nicht so unter Druck setzen, weil ich bin ja irgendwie die ganze Zeit... Weißt du was, ihr werdet den perfekten Namen schon finden. Dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich persönlich finde sowieso, dass man das Kind erstmal gebären sollte. Ja, weil dann kannst du es dir angucken, weil sonst nennst du es vorher Jutta und dann ist es doch eine Hannelore. Und was machst du dann? Mensch, Toni! Sie wollte mir einfach nicht verraten, wie die Kleine heißen wird. Und dann habe ich halt meine eigenen Namensvorschläge mit in den Topf geworfen. Und naja, Jutta und Hannelore fand es halt einfach nicht cool. Jutta und Hannelore? Manja, Amelie, nee, Alter. Manja? Jutta und Hannelore. Wer sagt denn, Mann, ja, Amelie, die Namen sind scheiße. So sollte das sein. Es war auch als Spaß gemeint. Und dann wirft sie mir vor, dass ich nie irgendwelche Sachen ernst nehmen kann. Und hat mich halt übel angemault. Übel drüber. Oder nicht? Ich weiß nicht, ob gerade du drüber bist oder sie, weil du musst auch einfach mal ein bisschen Verständnis für Miller haben. Ich meine, die suchen einen Namen aus für das Kind. Den Namen wird sie ihr Leben lang haben und das ist einfach mal eine große Sache. Und da setzt man sich auch schnell mal unter Druck. Und wenn dann Hannelore und Jutta kommt, also Entschuldigung. Kann süß sein, wenn man es richtig ausspricht. Hannelörchen. Ich war noch nie in so einer Situation. Ich habe keine Ahnung, wie viel Druck das bedeutet. Ich wurde jetzt gerade das erste Mal damit konfrontiert. Und dann werde ich nicht angeschrien für das Erste, was ich sage. Ja, okay, das ist... Mann, du musst einfach ein bisschen Verständnis für Miller haben. Die ist schwanger und die hat Schwangerschaftshormone in sich. Du, das kannst du gar nicht nachvollziehen, wenn du das noch nie hattest. Nee, Mann, kann ich auch nicht. Alle bevor Luna zur Welt kam, habe ich alle scheiße behandelt. Und danach hat es mir leid getan, aber das sind einfach die Hormone, die spielen verrückt. Und vielleicht hast du übertrieben und sie hat auch übertrieben und vielleicht habt ihr beide übertrieben und solltet einfach miteinander reden. Ja... So richtig ernst genommen habe ich die Sache halt echt nicht. Und du willst nicht, dass deine Schwester Jutta oder Hannelore heißt? Ich würde die so aufziehen. Ich werde noch mal mit Miller gehen. Siehst du? Miller? Hi. Hey. Schön, dass du da bist. Ja, ich fand auch schön, dass du da bist. Ich wollte auch noch mal mit dir reden. Genau. Aber okay, dann kannst du an. Also, ist ja egal. Du kannst halt echt, ich kann warten. Nee, ich alles. Auch. Du fängst mir leid. Ja, okay. Den Vorwurf, den ich dir gemacht habe, dass du meine Schwangerschaft und die Namenssuche nicht ernst nimmst, die war unfair. Okay? Weil ich weiß nicht, wie blind ich da auf einmal war, aber du warst in den letzten Tagen und Wochen so krass für mich da. Und es ist mir das Allerwichtigste. Und das weiß ich so krass zu schätzen, mein Schatz. Ja? Das weiß ich auch. Und ich wollte mich einfach bei dir entschuldigen, weil der Vorwurf, der war gar nicht so unfair. Und vor allem war der auch berechtigt, weil ich habe die ganze Namenssuche halt nicht so richtig ernst genommen, wie sie letztendlich ist. Und dass da so viel Druck hintersteckt, das habe ich halt auch nicht so richtig verstanden. Hm. Und halt mit Jutta und Hannelore habe ich jetzt auch nicht wirklich dazu beigetragen, dass irgendwie... Genau, aber vielleicht hast du ja einen großen Teil dafür beigetragen. Weil ich finde Jutta Hannelore so als Doppelnamen
Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ich habe auch noch mal mit Toni drüber gequatscht. Miller. Die hat es auch noch mal vorgeschlagen und das ist echt schön. Miller, nein, das war absolut nur ein Spaß. Das nee, aber guck mal, Miller ist ja auch so ein schöner altdeutscher Name. Und warum sollte ich den nicht weitergeben? Weißt Jutta du? Hannelore, ja. Noch Miller ranhängen, oder? Nein, weil Miller so schön altdeutsch ist. Ach so. Ist Jutta Hannelore ja auch so schön altdeutsch. Ist doch schön. Würde vielleicht passen. Ja. Ich habe so gehofft, dass du das nicht ernst meinst. Okay, wir haben uns wieder lieb. Ja, was ist denn los mit uns? Fand uns doch ins Wort. What the fuck? Okay, ich habe einen Vorschlag. Erstmal geht's deinem Kopf besser. Egal, der Kopfschmerz ist ja da. Okay. Anyway. Wollen wir einen Schimmer hinter die Kiem schimmern? Ja, okay. Ja? Suchst du was zu essen? Ja, voll gerne. Oh, cool. Und dann können wir vielleicht noch weiter nachdenken über Namen. Ja, voll. Ja. So standardmäßig Pizza oder wollen wir diesmal was anderes nehmen? Dann durch das Thema. Okay, warte, dann Amelie und ich sind echt ein unschlagbares Mutter-Tochter-Duo. Fetzen uns, vertragen uns, haben uns einfach lieb. Und ich bin so froh, dass es so ist. Amelie wird die beste Schwester für unsere Kleine. Hier sind die Bewertungen nicht so gut. Hier. Ich weiß ja, dass ich alle Organe nach oben verschiebe, ne? Ja. Weil Baby braucht ja Platz. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Suppe sitzt nicht im Magen. Beziehungsweise mein Magen ist jetzt irgendwie hier. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man so maximal vollgefressen ist. Aber egal, ich habe ja eine Umstandshose an. Ja, ich wünsche die Kette auch hin. Oh, das ist deutlich angenehmer. Kann kannst du mir eine ausborgen? Ja, du kannst gerne ein paar Sachen von mir haben. Ja, für das nächste Mal, wenn wir bestellen. Aber nochmal wegen der Namenssuche. Hm? Ich verstehe halt nicht so richtig, warum ihr euch da so extrem Druck hintermacht. Weil eigentlich sollte das doch so was Lockeres. Ich war noch nie bei einer Namenssuche bei, keine Ahnung. Ja. Also Mike ist ja auch gar nicht das Problem, sondern ich. Oh. Er hat ja schon 1000 Vorschläge gemacht, ne? Aber jedes Mal, wenn er einen Namen, ich will halt einen Namen haben, der irgendwie so PAM einfach macht. Weißt du, der find mal so einen Namen. Der einschlägt wie eine Bombe. Mhm. Und das ist halt noch nicht passiert. Und ich verbinde auch einfach mit dem Namen so viel. Der soll mir Hoffnung geben. Hoffnung auf, dass alles wieder gut wird. Die ganze Scheiße, die passiert ist, dass das überwiegt. Und Hoffnung, dass das eine schöne Geburt wird. Hoffnung, dass wir eine schöne Familie werden. Und Hoffnung, dass das Baby hier gesund zur Welt kommt. Liebevoll. Mhm. Da hast du da deinen Namen. Hoffnung. Oh Schatz, jetzt hör mal wieder auf. Nein, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht als Spaß gemeint. Halt nicht auf Deutsch, weil auf Deutsch klingt Kacke. Hope. Schatz? Kennst du den? Pam! Mann, es hat Pam gemacht. Hat es Pam gemacht? Ja. Wirklich? Der ist perfekt, der Name. Oh mein Gott, ist der süß! Hope! Ja, sie hat einen Namen! Danke, mein Schatz! Ja, natürlich! Oh mein Gott, ist der schön! Oh. Mein Baby wird Hope heißen. Hope Brand. Klingt gut. Was für ein unfassbar schöner Name. Und ich weiß auch, dass Mike den Namen lieben wird. Unsere kleine Hope. Keine Ahnung, ich habe auch keinen Plan, wie es im Knast ist, Janis. Mich freut es, dass du Freigang kriegst und dass wir uns sehen. Wieso telefonierst du mit Janis? Es gibt ein neuer Salsa-Club in Berlin. Ich würde sagen, wir gehen dahin. Wir nehmen den Laden auseinander. Du bist genauso verrückt wie damals und ich freue mich so sehr. Welcome back! Was ist los, Baby? Hm? Immer noch deine Migräne? Ja. Das ist doch keine Migräne mehr. Alles gut? Oh, stimmt nicht. Hey, hey, hey. Okay, Miller, hey. Komm. Miller? Komm, hol, rufst du einen Arzt?